Wir erleben derzeit sehr merkwürdige Dinge an den Märkten, nämlich den Rückfall in alte Muster. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das Geschehen heute. Was meine ich damit? Wollen wir uns ganz kurz mal anschauen, was diese Muster sind. Es sind neue Muster, die aber eigentlich ziemlich alt sind. Wir haben, wie ich gestern schon gezeigt habe, ziemlich geringes Volumen. Es passiert wahnsinnig wenig, muss man sagen. Die Handelsspanne ist durchaus begrenzt. Da gibt es verschiedene Faktoren dafür. Eines ist zum Beispiel wieder dieser verstärkte ETF-Influx, der hier der Fall ist. Wir haben also weniger aktive Strategien als vielmehr dieses passive Investieren über ETFs. Ein weiterer Punkt ist, dass es keine Aktiensplits gibt, etwa so eine Amazon, die ja weit über 1000 Dollar kostet. Das zieht ein bisschen Liquidität aus dem Markt, wenn praktisch hier keine Aktiensplits ist und eine Aktie optisch so teuer ist. Da können viele nicht so wahnsinnig viele Stücke kaufen. Manchmal sind die Dinge relativ einfach. Wir haben derzeit weniger Leverage. Es ist so ein bisschen so eine Wohlfühlatmosphäre. Man ist so, naja, das Schlimmste ist vorbei. Aber mal gucken, was so passiert. Wir haben dann, und das ist wirklich auch sehr, sehr auffällig, wieder diese Sektorrotation, die wir im Grunde bis das ganze Jahr 2017 hatten, bis Anfang 2018 hatten, dass man sich sagt, okay, wir gehen aus dem einen Sektor raus, in den anderen Sektor rein und dann gehen wir wieder aus dem Sektor raus und gehen wieder in den Sektor rein. Derzeit passiert das, indem zum Beispiel man aus dem Bankensektor rausgeht. Wir haben gestern die Zahlen von Morgan Stanley, eigentlich überragend, aber die Aktie am Schluss dann doch unverändert, wie vorher auch bei den Zahlen JP Morgan, City, wie sie alle heißen. Zunächst ging es nach oben, dann abverkauft. Wir haben derzeit markante Schwäche im Bankensektor in den USA, weil vermutlich die Zinskurve deutlich sich verflacht. Das ist das eine. Jetzt geht man zum Beispiel derzeit stark rein in Energiewerte. Da wird alles gekauft, was Rohstoffe ist, weil die Rohstoffe eben stark steigen. Und wir haben eine sehr geringe Volatilität. Wir haben jetzt den VIX wieder bei 15. oder im 15er Bereich, das wird nicht mehr lange so bleiben, da wird ein Anstieg der Volatilität kommen, wenngleich wir wahrscheinlich jetzt in kürzerfristigen Zeit nicht die Hochpunkte des VIX erleben werden wie im Februar. Schauen wir uns mal die asiatischen Vorgaben an, nachdem gestern noch Zahlen von American Express gekommen waren, nachbörslich, die sehr gut waren. Schauen wir uns die Reaktion in Asien an, sehen wir Nikkei 0,41%, nachdem Trump und Abe sich versichert haben, wie lieb sie sich haben gegenseitig. Wir sehen Shanghai 1% im Plus, Hang Seng 1,3% im Plus. In China die Märkte ja in letzter Zeit nicht gut gelaufen. Heute das erste Mal so ein bisschen nach oben. Australien steigt schon seit ungefähr 2 Jahren um 0,3%. Wie China seit ungefähr 35.000 Jahren seit um 6,8% BIP wächst. Also es gibt Gewissheiten in Asien, die verändern sich nicht. Deswegen, weil die Dinge so ein bisschen mau sind, so ein bisschen eingelullt sind, weil man sich so ein bisschen, naja, in so eine Art der Wohlfühlatmosphäre zurückgezogen hat, schauen wir uns mal ein paar Sachen an, die vielleicht erklären, nachdem ich Ihnen die Daten gezeigt habe, die vielleicht erklären, was eigentlich so untergründig passiert in den USA. Wir haben heute 14:30 den Philadelphia Fed Index, wir haben Reden von Brainard und Qualls, wir haben das Frühjahrstreffen in New York des IWF, da wird unser Scholzi hinreisen. Da wird es vielleicht einige Headlines geben, einige Interviews geben, das könnte die Märkte bewegen, aber ansonsten ist da auch wenig Impuls. Wir haben natürlich heute die Berichtssaison ohne die ganz großen Player, die heute am Start sind. Deswegen zu diesen eher hintergründigen Dingen. Ich will Ihnen mal zeigen, was da derzeit im Einzelhandel passiert, im stationären Einzelhandel, den Donald Trump ja gestern angesprochen hatte. Da sehen wir, dass im Jahr 2017 105 Millionen Square Feet abgebaut wurden an Einzelhandelsfläche, also Square Feet ist weniger als ein Quadratmeter, ein Quadratfuß sozusagen, und das war der größte Wert seit der Finanzkrise, respektive sogar mehr als in der Finanzkrise. Da wurden nämlich viele Unternehmen, Einzelhandelsunternehmen gerettet durch Investoren, die gesagt haben, okay, wir kaufen uns da ein und buchen die Schulden auf Kosten des Unternehmens, in das wir uns einkaufen. Dementsprechend haben da viele Zombiefirmen überlebt, die jetzt teilweise zugrunde gehen. Und wir haben eben schon in 2017 ein massives Sterben des stationären Einzelhandels gesehen. Jetzt von Januar bis April 2018 sind schon 90 Millionen Square Feet abgebaut worden. Also fast so viel wie im gesamten Jahr 2017. Massives Sterben des Einzelhandels und das angesichts der Tatsache, dass die USA die zehnfache Verkaufsfläche im Einzelhandel hatte pro Kopf wie in den USA. Klar, eine Konsumgesellschaft, eine Dienstleistungsgesellschaft, und hier in diesem Dienstleistungssektor, in diesem stationären Einzelhandelssektor, da arbeiten viele Unqualifizierte, die nicht so wahnsinnig viele Geld verdienen. Gestern
hat Amazon-Chef Bezos ja gemeldet, dass Amazon 100 Millionen Prime zahlende Prime-Kundin hat. Nun ist es so, dass ein durchschnittlicher Amazon-Arbeiter 28.000 Dollar im Jahr verdient. Damit kommt man kaum über die Runden, das reicht nicht. Und das ist natürlich potenziell die Wählerschaft von Donald Trump, die Donald Trump eine Stimme gibt. Und ich äußere mich ja durchaus öfter mal kritisch über Donald Trump. Aber man muss natürlich sagen, er hat in vielen Dingen schon Punkte, die zu diskutieren sind, die wichtig sind. Und das ist einer der Punkte, dass er eben diesen Leuten eine Stimme gibt. Und das ist okay so, das ist richtig so. Ich glaube halt nur, bei Trump ist das Problem, dass er teilweise die richtigen Fragen stellt, die richtigen Probleme adressiert, aber eben die falschen Antworten gibt. Und das in einer Weise, die gefährlich sein wird. Ich gehe davon aus, dass wir derzeit einen Machtkampf hinter den Kulissen haben zwischen denjenigen, die durch Trump etwas gewinnen können und denjenigen, die durch Trump etwas verlieren können, nämlich der sogenannte Deep State, also die Bürokratie, die schon länger im Amt ist, Geheimdienste etc., mit denen es sich Trump verscherzt hat. Und Trump kann diesen Machtkampf nur gewinnen, wenn er eben in irgendeiner Form ablenkt, wenn er ein äußeres Ziel sucht. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Gefahr nicht gering ist, dass der Trump zum Beispiel in eine kriegerische Situation mit dem Iran gerät und dann sozusagen unter diesen Umständen es schafft, sich gegen diesen Deep State durchzusetzen. However, jedenfalls gibt Trump diesen Leuten eine Stimme. Und wenn wir uns mal die National Retail Federation anschauen, also die nationale Einzelhandels, den nationalen Einzelhandelsverband in den USA, dann zeigt sich, das sind 42 Millionen Jobs, die hier im Einzelhandel direkt oder indirekt betroffen ist, die 1,6 Billionen an Einkommen generieren und 2,6 Billionen zum BIP der USA beitragen. Die USA hat etwa 19 Billionen BIP im Jahr. Das heißt, wir haben hier weit über 10-15% dessen, was in Amerika überhaupt an Wertschöpfung passiert, passiert im stationären Einzelhandel. Da ist also eine wahnsinnige Verschiebung. Und gleichzeitig sahnen eben solche Leute wie Jeff Bezos das Allerbeste ab. Dagegen gibt es Widerstand durch Trump und eben durch die Leute, die hier davon betroffen sind. Noch kurz ein anderes Thema. Wir sehen hier ja das, was ich mal angedeutet hatte, das kluge Geld, das Smart Money. Und auffallend ist, dass wir den Smart Money Index haben. Das ist praktisch die Bewegungen, die in der letzten halben Stunde des US-Handels passieren. Und das minus den Bewegungen, die in der ersten halben Stunde des US-Handels passieren. Da sind nämlich meistens nur amerikanische Retail-Investoren dabei, die eine Market-Order in den Markt geben, dann zur Arbeit fahren und dann wird die eben ausgeführt, während die Profis eben in der letzten halben Stunde verstärkt handeln. Und wir sehen einen Performance-Unterschied, nämlich seit dem Januar-Hoch hat der S&P 5,5% verloren, also seit dem Top im Januar, aber der Smart Money-Index ist um 18% gefallen, das heißt, das Smart Money, das große Geld verabschiedet sich. Das ist eine interessante Parallele zu 2008. Da ist nämlich der Smart Money Index im Juni 2008 gefallen, bevor dann im September der Markt begann krass zu fallen. Lehman Brothers, wir erinnern uns. Und dann bildete der Smart Money Index einen Boden im Oktober. 5 Monate später erholten sich dann auch die US-Märkte. Das nur nebenbei. Schauen wir uns mal hier die Charts an. Was ist da heute zu erwarten? Wir haben den DAX bei 12.593, wir dürfen vielleicht ein paar Pünktchen höher reinkommen, so knapp über der 12.600er Marke, aber die Bewegungen werden immer dünner. Offenkundig wartet man auf den kleinen Verfall. Das ist so irgendwie diese Parallele auch, die in 2017 oft der Fall war, dass vor Verfallstagen, heute ist ja Donnerstag, ist nur ein kleiner Verfall, kein großer Verfall, aber dass dann so eine Art, Starre eingetreten ist, dass sich kaum mehr etwas bewegte. Das ist, wie gesagt, eine Parallele. Mal sehen, was der DAX daraus macht. 12.650, das Doppeltop aus dem Februar, das ist die relevante Marke für den DAX. Dann 12.745. Schauen wir uns den Dow Jones an. 24.808, bewegt sich auch nicht mehr so furchtbar viel, war der einzige Index, der gestern negativ war. S&P 2711, wir haben den Nasdaq, der gestern wieder mal stark war, 6852. Wir sehen, und das spricht eben hier diese Probleme im US-Einzelhandel, spricht dafür, dass wir eben einen Widerstand bekommen, einen breit gefächerten Widerstand gegen Unternehmen wie Amazon, weil einfach hier die Leute auf der Straße stehen und Amazon eben sich die Rosinen rauspickt. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Deswegen bin ich eben für die amerikanischen Tech-Werte on the long run nicht sehr positiv eingestellt. Wir sehen Euro-Dollar 1,2378. Auch da immer diese Range, da passiert kein wirklicher Ausbruch, auch nicht beim Dollar-Index. Eher schon
bei den Metallen und natürlich den Rohstoffen. Gestern Aluminium und Nickel hatte ich gezeigt, 1351 Gold und Silber, viel deutlicher gestiegen, 17,22 $. Und Öl, ja, höchster Stand seit 3,5 Jahren nach den gestrigen Lagerbeständen. Alles, was nach Rohstoff riecht, wird gekauft. Sektorrotation ist also jetzt das Thema mit inflationärer Tendenz. Gestern hat Dudley, der scheidende New York Fed-Chef, gesagt, ja, wir werden eine restriktivere Geldpolitik fahren müssen, komme was wolle, so wie die Dinge derzeit stehen. Und wenn die Inflation anzieht, weil die Rohstoffpreise steigen, wir nähern uns in den USA jetzt der 3-Dollar-Marke pro Barrel, das ist der höchste Stand seit 2014, das frisst einen guten Teil dessen auf, was die Steuersenkungen für die US-Bürger gebracht haben, darf man nicht vergessen. Also da ist eigentlich eine explosive Mischung und das angesichts einer totalen Ruhe, das ist ein merkwürdiger Zustand, von dem ich glaube, dass wir in der nächsten Woche dann eine Art Entzerrung bekommen werden, einen Impuls bekommen werden. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbar sonnigen Donnerstag und bedanke mich absolut für die tollen Rückmeldungen, die auf mein gestriges Marktgeflüster erfolgt sind. Das hilft mir, jeden Morgen aufzustehen und unter großem Zeitdruck, weil der Familienbetrieb laufen muss, mit Kindern in die Schule etc. etc., da kommt es auf jede Minute an, unter großem Zeitdruck hier solche komischen Videos zu machen, die Sie sich dann sogar noch zum Frühstück anschauen. Respekt, meine Damen und Herren, alles Gute, bis dann, ciao.